So Leute, die Zeit für den Bitcoin-Spot-ETF läuft langsam aber sicher ab und während die Tage und ja, selbst während die Stunden vergehen, fangen immer mehr und mehr Menschen an, damit Panik zu bekommen und zu denken, dass der Bitcoin-Spot-ETF vielleicht doch nicht Mittwoch genehmigt wird und ja, dann fangen sie an zu verkaufen. Im heutigen Video werden wir uns also über alles unterhalten, was ihr jetzt so nah an der Entscheidung des ETFs wissen müsst. Dann zeige ich euch auch, warum Altcoins momentan so stark am Sinken sind und vor allem auch, ob sich das weiter fortsetzen wird. Also falls ihr im Besitz von Altcoins seid, dann wollt ihr dieses Video auf gar keinen Fall verpassen, weil ich euch, wie gesagt, alles wissen lassen werde, was ihr jetzt braucht, jetzt wo wir in den ersten paar Tagen dieser Woche sind, in der wir die Entscheidung über den Bitcoin-Spot-ETF haben werden. Und damit willkommen zurück, meine Freunde. Mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie man ihr Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke und dann lasst uns auch direkt loslegen. Was wir jetzt hier auf dem 4-Stunden-Chart sehen können, ist, also im gestrigen Video haben wir uns ja darüber unterhalten, dass wir diese Dreiecksformation gehabt haben, dass wir die ganze Zeit einen Trend gehalten haben, dass wir Higher Lows machen, aber gleich hohe Hochs gehabt haben, weil wir immer wieder oben abgeprallt sind. Jedes einzelne Mal, wenn wir nach oben durchgebrochen sind, sind wir wieder nach unten gegangen und haben dann darunter geschlossen. Man kann ganz klar sehen, was wir für Trends gehabt haben. Was ich gestern also gesagt habe, war, es muss zu einer Entscheidung kommen. Entweder müssen wir nach oben durchbrechen oder aber wir müssen nach unten durchbrechen. Das bedeutet, ja, das ist genau der Punkt, an dem wir eben diese Entscheidung gehabt haben und gehabt haben mussten. Was wir dann gesehen haben, war, dass die Bullen wirklich alles versucht haben. Die haben versucht, Bitcoin über diese orangene Linie zu schieben bei $44.200. Wir haben es allerdings, also, oder lass mich nochmal ganz kurz zurückgehen. Erst haben wir einen richtig starken Versuch der Bullen gehabt, sind abgeprallt. Dann haben wir einen zweiten Versuch gesehen, wo die Bären versucht haben, uns nach unten zu drücken. Da sind wir bis auf 43.700 gegangen. Die Bullen sind allerdings wieder zurückgekommen und haben uns noch einmal zurück in dieses Dreieck gepackt. Und nicht nur ins Dreieck, sondern wir haben es sogar geschafft, wieder da drüber zu kommen. Wir haben also ein Fake-Out nach unten und oben gehabt. Und dann haben die Bären wieder die Kontrolle übernommen. Und zack, wir sind wieder nach unten gegangen. Und jetzt befinden wir uns hier unterhalb dieses Dreiecks und unterhalb der orangen Linie. Obwohl die Bullen in letzter Zeit nochmal versucht haben, uns hier rüberzubringen, wir sind allerdings wieder rejected worden. Also nochmal von dieser orangen Linie und diesem Widerstand, den wir über uns haben. Dieses Pattern, also dieses Dreieck oder diese These, die wir gehabt haben, der hat sich ausgespielt. Jetzt lasst uns mal schauen, wie die nächste große Bitcoin-Bewegung aussehen wird und aussehen könnte. Es gibt hier einige wichtige Sachen. Ich werde über Altcoins sprechen, warum die gerade nach unten gegangen sind. Auch darüber, was ich denke, was in der Zukunft passieren wird. Aber eine Sache, die ich noch sagen möchte, ist, dass der Bitcoin-Spot-ETF, wir müssen wahrscheinlich bis Mittwoch eine Entscheidung oder spätestens Donnerstag eine Entscheidung bekommen. Das ist die Deadline, die ganz, ganz wichtige, starke Deadline, die die SEC hat. Je länger wir hier weiterlaufen, je länger wir konsolidieren, je näher wir an diese Deadline kommen, desto mehr werden wir sehen, dass die Leute anfangen, Profite zu nehmen, eben weil sie Angst haben, dass der ETF doch nicht genehmigt wird. Das Ding ist nämlich, die Leute, die Bitcoin hier unten gekauft haben, in der Erwartung, dass der Bitcoin Spot ETF Mittwoch oder jetzt schon genehmigt werden würde und dann wollten die das an dem Tag verkaufen, also die das gekauft haben, nur mit dem Ziel, um wieder zu verkaufen, wenn der genehmigt wird, naja, die Leute, die bekommen jetzt natürlich kalte Füße, je länger wir hier laufen und keinen Bitcoin-Spot-ETF genehmigt bekommen haben. Klar, ist ja auch verständlich. Wenn man nur gekauft hat, um eben zu verkaufen, dann denkt man sich vielleicht, vielleicht kommt der Bitcoin-Spot-ETF doch nicht und dann geht alles nach unten und ich habe nicht verkauft. Anstatt also auf den Stichtag zu warten, was meiner Meinung nach ja wie gesagt Mittwoch ist, anstatt also bis Mittwoch zu warten, wenn die denken, dass der ETF genehmigt oder abgelehnt wird, spielt eigentlich keine Rolle, aber was wirklich eine Rolle spielt, ist, dass sie eben von Anfang an Profite bei dieser Bewegung haben wollten, also wenn es zu der Entscheidung kommt. Anstatt also auf die Entscheidung zu warten, werden viele Leute damit anfangen, Profite zu nehmen, was eigentlich eine gute Sache ist, denn wenn wir jetzt schon möglicherweise einige, oder sagen wir mal so, wenn wir jetzt schon möglicherweise einige Drops sehen könnten, wenn wir zu der Deadline kommen, und das habe ich schon mehrfach gesagt, ich wollte gerne, dass der Bitcoin-Preis an diesem Zeitpunkt so niedrig wie möglich ist, also wenn ich persönlich aussuchen könnte, wie der Bitcoin-Preis aussehen sollte. Ich weiß, die orangene Box ist super stark, die rote Linie ist super stark, hat den Bitcoin-Preis auf dem Daily-Chart schon ganz, ganz oft oben gehalten. Schaut mal, wie stark die orangene Box und die rote Linie ist. Aber wenn ich persönlich, und ich will nochmal dazu sagen, ich glaube nicht, dass das passiert, aber wenn ich persönlich aussuchen könnte, wie Bitcoin aussehen sollte am Tag der Bitcoin-Spot-ETF-Entscheidung, dann würde ich gerne sehen, dass wir bis auf vielleicht $38.000 gehen. Wird meiner Meinung nach nicht passieren. Ich meine, wenn der ETF abgelehnt wird, ja, dann könnte das passieren. Aber abgesehen davon, an dem Punkt, wenn es zu der Entscheidung kommt, also wirklich zu diesem Zeitpunkt, hätte ich gerne gesehen, dass Bitcoin
in diesem Moment bei $38,000 ist. Trotzdem, ihr könnt euch gerne meine Videos anschauen. Ich denke nicht, dass das passieren wird. Mein Basisfall war immer, dass die orangene Box und die rote Linie den Bitcoin-Preis oben hält, was bis jetzt auch passiert ist. Aber je niedriger der Bitcoin-Preis zur Entscheidung ist, also zum Zeitpunkt der Entscheidung, egal ob er genehmigt wird oder nicht, desto besser ist es für Bitcoin, weil dann können zum Beispiel alle diese Asset-Manager sagen, schaut mal, als wir den Bitcoin-ETF auferlegt haben, sind wir von 38.000 bis auf $45.000 gegangen. Ihr müsst jetzt auf jeden Fall einsteigen, die Zeit läuft ab und alle solche Sachen. Der ETF wird natürlich ein langfristiger, konstanter Kaufdruck für Bitcoin sein, was mega, mega gut ist. Und je niedriger wir sein werden, macht mir nichts aus, weil ich weiß natürlich, dass Bitcoin früher oder später weiter nach oben gehen wird. Und nur um das nochmal klarzustellen, ich glaube nicht, dass wir bis auf diesen ganz, ganz niedrigen Level fallen werden. Aber trotzdem, ich denke, dass je länger die Zeit hier vergeht und je länger der Bitcoin Spot ETF auf sich warten lässt, also die Entscheidung darauf, umso mehr Leute werden anfangen, Angst zu bekommen und vor allem aus ihren Long-Positionen auszusteigen, was zumindest mal einen gewissen Verkaufsdruck für Bitcoin darstellen wird. Da sollten wir uns auf jeden Fall darauf vorbereiten. Ich erwarte jetzt allerdings nichts komplett Abgefahrenes, es sei denn, die Entscheidung selber sollte halt eben die sein, dass wir kein Bitcoin-Spot-ETF bekommen. Aber ich habe euch ja in meinen letzten Videos schon ganz genau gezeigt, wie meine Strategie aussieht. Dann bei Ethereum, hier hatten wir auch einen ziemlich anständigen Drop gehabt. Wir sind fast bis zu der ziemlich niedrigen Linie bei, wie viel sind das gewesen? Also wir sind nur noch 3,3% von der ganz, ganz wichtigen Linie hier unten entfernt gewesen, also von diesem krassen Wick, den wir gehabt haben. Wir haben allerdings natürlich immer noch Unterstützung bei der orangen Linie, was hier auch zu erwarten gewesen ist. Wir so wurden ganz, ganz oft an dieser Linie unterstützt und auch ganz, ganz oft an der oberen Linie sind wir abgeprallt. Ich werde mir also weiterhin diese Range anschauen und ich werde auch in der Zukunft nochmal über einige Trades sprechen. Deshalb bleibt auf jeden Fall dran, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Und dann bei den traditionellen Märkten, auch hier haben wir gesehen, wir sind ein kleines bisschen nach unten gegangen. Wir gehen also langsam, aber sicher nach unten und könnten weitere Downside für die traditionellen Märkte sehen. Das ist natürlich auch eine Sache, die wir im Auge behalten müssen. Vor allem jetzt, wo wir kurz vor der Entscheidung der Bitcoin-Spot-ETFs stehen. Die traditionellen Märkte werden dann natürlich auch den Bitcoin-Preis noch mehr beeinflussen. Okay, und jetzt lasst uns mal über Altcoins sprechen, weil Altcoins, wenn wir uns das mal anschauen, in den letzten 24 Stunden haben wir einige ziemlich starke Drops gehabt. Und wenn wir uns mal die Woche anschauen, kann man sehen, viele Altcoins sind 20, 25, 30% nach unten gegangen und allein in den letzten 24 Stunden 4 bis 15%. Altcoins, kann man also sehen, werden momentan relativ stark abverkauft. Und das liegt direkt an mehreren Gründen. Einmal, die Leute, die natürlich glauben, dass der Bitcoin-Spot-ETF genehmigt wird, die gehen jetzt momentan in ihren Altcoins-Positionen und shiften die in Bitcoin. Weil sollte der Bitcoin-Spot-ETF genehmigt werden, wird während dieser kurzen Zeit natürlich oder höchstwahrscheinlich die Altcoins outperformen. Jetzt lasst uns, also das ist das Szenario, sollte der Bitcoin-Spot-ETF genehmigt werden. Was wir dann allerdings sehen würden, ist, die Leute, die hier verkauft haben, die in Bitcoin eingestiegen sind und auf den Bitcoin-Spot-ETF-Genehmigung warten, die werden die Profite mit nach oben nehmen und dann werden die anfangen, wieder neue Positionen aufzumachen. Und zwar bei ihren Altcoin-Positionen. Die werden Profite aus Bitcoin rausnehmen. Sollte der Bitcoin-ETF also genehmigt werden, denke ich, dass wir einen richtig schönen Bounce für die Altcoins bekommen und dann sollten diese ganzen Sell-Offs, die wir gerade gehabt haben, wieder grün werden. Das ist zumindest eine Option. Sollte es allerdings zum Drop kommen, dann wird natürlich alles krass rot werden. Bitcoin wird rot werden und Altcoins werden komplett zerstört werden. Das ist auch eine Sache, die ihr euch vor Augen halten solltet. Und Altcoins befinden sich momentan eigentlich an einem ziemlich wichtigen Punkt. Wenn wir uns mal die Ethereum zu Bitcoin Chart anschauen, kann man sehen, hier sind wir an einem sehr, sehr wichtigen Punkt. 0,05 von einem Bitcoin. Also ein Ethereum ist 0,05 Bitcoin in diesem Moment. Und das ist ein ziemlich psychologisches Level und auch ein großes Unterstützungslevel. Da sind wir schon mehrfach dran gebounced. Sollten wir dieses Level allerdings verlieren, dann ist das nächste Ziel hier unten 0,42, was ein ziemlich großer Drop ist. Wenn Bitcoin also nichts machen würde, wären das 16% im Vergleich zu Bitcoin. Bitcoin könnte also bei dem jetzigen Preis bleiben, rein theoretisch, und Bitcoin könnte Ethereum dann um 16% unterperformen. Dann für den Rest der Altcoins auch. Wenn wir uns mal die Bitcoin-Dominanz anschauen, ich zeige euch mal ein paar ganz, ganz wichtige Charts. Also die Bitcoin-Dominanz sitzt momentan bei 54%. Und falls ihr nicht wisst, was das ist, im Großen und Ganzen zeigt uns die Bitcoin-Dominanz, wie stark Bitcoin zu dem Rest der Kryptomärkte ist. Und hier kann man sehen, wir hatten eine richtig, richtig, richtig fette grüne Kerze. Bitcoin hat
eine große, ja, hat viel an der Dominanz wieder zurückgewonnen. Und sollten wir hier nach oben durchbrechen und ein Bitcoin-Spot-ETF sollte genehmigt werden, könnte das ein Katalysator dafür sein, dass wir einen richtig heftigen Pump bekommen und dann wieder einen, ja, und dann wieder nach unten gehen, wenn die Leute Profite bei Bitcoin nehmen und dann zurück in Altcoins shiften. Ich meine, gut, man kann jetzt, ich kann nicht zurückgehen, aber ich denke, ihr versteht schon, was ich damit meine. Ich würde mir also keine allzu großen Sorgen machen, wenn Bitcoin erst einmal hier nach oben schießt und die Altcoins etwas weiter nach unten fallen werden, weil es könnte vielleicht einen Tag, vielleicht eine Woche, vielleicht sogar einen Monat dauern. Dann werden die Altcoins mit Sicherheit eines der die Stärke zurückgewinnen. Und wenn wir uns mal die Total 3 anschauen, was eigentlich nur Altcoins sind, also ohne Bitcoin und Ethereum, hier sitzen wir auch an einem ganz, ganz wichtigen Punkt bei, was ist das, 465, da werden wir momentan bei der orangen Linie unterstützt. Sollten wir dieses Level verlieren, dann wären das weiterhin 7% an Unterperformance gegen Bitcoin und Ethereum. Wir behalten das also definitiv weiter im Auge. Und auch eine andere Sache, die ich euch noch zeigen wollte, während dieser ganzen Volatilität, die wir während der ganzen Entscheidung finden werden, werde ich, ich werde einige Kaufaufträge machen. Eine hier bei 42.000 für Bitcoin, dann eine weitere hier direkt überhalb dieser orangenen Box bei ungefähr 40.200 Dollar. Und dann werde ich sogar noch weiter unten, einfach nur sollte es zu einer Ablehnung kommen oder warum auch immer, zu einem massiven Drop, werde ich einfach mal ein paar Lucky Punches hier unten machen, falls die ausgeführt werden sollten. Ich erwarte allerdings nicht, dass die ausgeführt werden. Aber wenn ja, könnte man damit schöne Gewinne machen. Dann bei Ethereum mache ich das Gleiche. Ich werde auch einige Kaufaufträge machen. Einmal hier bei den Orangen, also eigentlich bei diesen orangen Linien, immer bei den Unterstützungslevel, nur für den Fall, dass es doch zu einem großen Drop und dann zu einem Bounce kommen sollte, dann wäre das eine mega, mega gute Gelegenheit. Das ist im Großen und Ganzen, was wir auch hier an dieser Stelle gemacht haben. Nee, sorry, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher Crash das gewesen ist. Ich glaube, das war sogar dieser hier. Da habe ich ja auch ein paar Kaufaufträge gemacht und die sind dann ausgeführt worden. Da haben wir ein paar richtig, richtig schöne, schnelle Gewinne gemacht. Ich glaube, hier unten habe ich sogar direkt am Boden der Box eingehabt. Und als Bitcoin dann nach unten gegangen ist, das war so schnell, also wirklich so schnell, da sind alle Kaufaufträge ausgeführt worden. Dann hatten wir einen schönen Bounce und ich habe oben wieder Profite gemacht. Ich glaube, das waren so ungefähr 25.000 Dollar an Profit, aber falls ihr genauer wissen möchtet, wie das alles ausgesehen hat, könnt ihr hier auf dieses Trading-Dokument klicken, da findet ihr die gesamte History von allen Trades, die ich damals gemacht habe. Ihr müsst euch da ein bisschen durchkämpfen und mal schauen, lasst mal gucken, ob wir das finden können. Lasst uns mal nach unten gehen und gucken, ob ich das eingetragen habe. Ich glaube, das müsste dieser hier gewesen sein, wo ich 37.000 Dollar an Profite gemacht habe. Wenn ihr mal da drauf klickt, könnt ihr das sehen. Also, war das der? Warum steht da überhaupt nicht 37.000? Ich glaube, vielleicht habe ich mich irgendwie vertippt. Ihr könnt auf jeden Fall auf dieses Video klicken. Da könnt ihr sehen, wie ich ganz genau über den Trade spreche. Aber ja, ich werde mir das gleich mal ein bisschen genauer anschauen, warum das. Ah nee, sorry. Ich bin ausgestiegen bei 37.000 Dollar und hier sind die Profite. Ja. Okay, ja. Naja, okay, lasst uns mal zurück zu Bitcoin kommen. Ich wollte euch das nur mal kurz zeigen. Falls ihr mehr über Trading lernen möchtet, geht auf das Dokument, klickt auf irgendeinen der Trades, da seht ihr, wann ich eingestiegen bin, wann ich ausgestiegen bin. Ich spreche über die Trades, sage, wann und wie und warum ich das gemacht habe. Wir möchten auf jeden Fall bis auf 1 Million Dollar von den 4.000 Dollar kommen, die wir vom Anfang an gehabt haben. Und ich habe nicht mal alle Profite hier hinzugefügt, die wir bei den letzten Bots gehabt haben, weil das einfach zu viel Arbeit gewesen ist. Eine Sache, die ich jetzt allerdings noch sagen möchte, ist, falls ihr gerne möchtet, dass ich euch diese Unterstützungslevel und Widerstandslevel für eure Altcoins zeige, vielleicht wollt ihr irgendwelche Ranges für euren Lieblings-Altcoin sehen und wissen, wann ihr die kaufen sollt, wenn es zu einem großen Drop kommt, dann lasst mich das mal in den Kommentarbereich wissen und dann werde ich vielleicht, ich hoffe, morgen werde ich dann über einige dieser Altcoins sprechen können. Dann eine andere Sache bezüglich Altcoins. Es gibt einen ganz, ganz großen Wal, der hat ein paar komische Sachen gemacht. Einmal benutzt er Ethereum und USDC als Collateral und hat sich eine ganze Menge Bitcoin geliehen. Wahrscheinlich für den Bitcoin Spot ETF. Also, und dann wird er die wahrscheinlich wieder zurückgeben. Aber das ist relativ gefährlich, weil der Liquidierungspreis liegt momentan ganz knapp unter 0,05. Und wie ich euch bereits gesagt habe, die Ethereum zu Bitcoin Ratio hier
Wir befinden uns in diesem Moment bei 0,0505-6276. Wir sind also schon relativ kurz vor dem Punkt, an dem dieser Wal möglicherweise liquidiert werden würde. Und das ist nicht wenig. Schaut mal, das sind ungefähr 64 Millionen Dollar, die liquidiert werden könnten, sollte Ethereum weiter Bitcoin unterperformen. Das ist eine Sache, die wir auch ganz, ganz, ganz stark im Auge behalten müssen. Wir könnten sehen, dass alle diese Sachen auf den Markt geschmissen werden bei Aave. Und genauso wie ich vorhin schon gesagt habe, in diesem Fall sollten wir sehen, dass Ethereum mit Sicherheit ziemlich, ziemlich stark nach unten geht. Und dann sollte allerdings auch ein schöner Bounce kommen. Deshalb mache ich einige Kaufaufträge. Das ist meiner Meinung nach auf jeden Fall sinnvoll. Ist allerdings wie immer keine Finanzberatung. Dann haben wir noch ein paar andere Sachen bezüglich des Bitcoin Spot ETFs. Es ist immer noch wahrscheinlich, dass die Entscheidung am Mittwoch getroffen wird. Es sei denn, die SEC macht irgendwelche verrückten Sachen und sagt, okay, wir brauchen mehr Zeit. Und ja, ich kann mir allerdings vorstellen, dass sie dann einige juristische Probleme bekommen. Deshalb, der Basisfall ist immer noch, dass wir auf jeden Fall am Mittwoch eine Entscheidung bekommen werden. Aber genauso wie ich vorhin schon gesagt habe, je näher wir an Mittwoch rankommen, desto mehr Leute werden damit anfangen, Profite bei Bitcoin mitzunehmen und auch bei Altcoins. Müssen wir allerdings mal abwarten. Macht euch trotzdem darauf gefasst. Und dann müssen wir sehen, dass der ETF selber tatsächlich schon am Donnerstag kommen könnte. Das ist auch eine Sache, die wir wissen sollten. Dann, also es ist ziemlich interessant, einfach mal zu schauen, wie viel Geld diese ganzen ETF-Antragsteller schon bereit haben, sobald der erst einmal genehmigt wird. Nochmal ganz kurz zu meinen Trading-Strategien. Hier, schaut mal, krass. Während Bitcoin nach unten geht, während Bitcoin seitwärts geht, haben wir es geschafft, 200% Profit beim Bitcoin-Zyklus-Bot zu machen, was Wahnsinn ist, wenn man das mal bedenkt. Die anderen der Bots, die machen natürlich auch weiterhin richtig schöne Profite. 155%, 171%, 111%. Also die Volatilität hilft auf jeden Fall diesen Trading-Strategien. Eine Sache allerdings noch, der Ethereum-Zyklus-Bot hat immer noch eine Position offen, eine relativ große Position. Es sollte schon zu einem schönen Pump für Ethereum kommen, damit wir auch hier endlich Profite nehmen können. Also das habe ich auch vor Augen. Managed Risk, managed eure Marge, stellt sicher, dass ihr nicht liquidiert werdet, wenn ihr eine große Position halten solltet. Und ansonsten, ja, gefällt mir die Volatilität, weil die Bots einfach richtig, richtig gut laufen. Dann bei BitGet natürlich auch das Gleiche. Auch hier haben wir mittlerweile 170% Profit innerhalb von gerade mal 2 Monaten für den Bitcoin-Zyklus-Bot. Und hier, auch hier, beim Bitcoin-Fastbot haben wir über 100%. Mega, mega cool. Das ist der erste Account. Dann beim zweiten Account, der läuft seit 34 Tagen. Und ja, hier haben wir auch schöne Gewinne. 35 bis 45. Also auch hier gibt's meiner Meinung nach keine Gründe, warum ich mich beschweren sollte. Natürlich, falls ihr diese Trading-Strategien selber benutzen möchtet, dann geht in die Videobeschreibung. Bei OKX könnt ihr mit meinem Link sogar noch einmal bis zu 60.000 Dollar Trading-Boni bekommen und dann mit einem One-Click-Setup könnt ihr jeden einzelnen Bots einrichten. Bei BitGet könnt ihr auf diesen Link klicken, da könnt ihr bis zu 8.400 Dollar Trading-Boni bekommen und dann klickt auf irgendeinen dieser Trading-Links. Ich glaube, der erste ist voll, aber der hier hat immer noch ein paar Spots übrig. Da könnt ihr dann auf Subscribe klicken, dann klickt ihr auf irgendeinen der Bots, die ihr benutzen könnt und schon läuft das Ganze. Im Großen und Ganzen war es das dann auch schon fürs heutige Video. Wie immer, vielen Dank, dass ihr wieder dabei gewesen seid und wir sehen uns dann im nächsten Video.